In der heutigen Podcast-Folge habe ich die liebe Miss Malisa zu Gast und die Folge ist wirklich cool geworden, denn wir sprechen über unsere Anfänge als Content Creator und wir sind beide schon sehr, sehr lange in der Medienbranche aktiv. Sie tatsächlich seit 1995, sie erzählt nämlich auch in der Podcast-Folge, dass sie in diesem Jahr das erste Mal vor der Kamera stand für GZSZ und wie ihr euch denken könnt, ist das ein Weilchen her, also war sie da auch sehr jung und ich bin auch schon in der Medienbranche, seit ich 14 bin. Und wir beide sind dann irgendwie die Laufbahn eines Content Creators, haben wir eingeschlagen und sprechen so ein bisschen darüber, wie wir auch auf unsere erste Fashion Week gekommen sind, wie ja, das Leben so als Content Creator ausschaut und unterhalten uns einfach ein bisschen. Also hör dir die Podcast-Folge sehr gern an, es sind super coole Insights und wir haben auch am Ende der Podcast-Folge festgestellt, dass da einige Learnings mit dabei waren. Deswegen schreib gerne mit, ich freue mich auf dein Feedback und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach 5 Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise diese zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, deine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreative Kopf, aber auch Fempreneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen aus unserem kleinen, aber feinen Studio. Wir sind heute wieder zu zweit und ihr dürft mal wieder das liebe Malischen begrüßen. Hallo! Freut mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht mega viel Spaß. Die letzte Folge kam mir auch richtig gut an. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Da haben wir nämlich über Tipps und Tricks gesprochen, um einfach ja, vor der Kamera zu sprechen, falls man sich das nicht traut oder falls man da noch ein bisschen Hürden hat. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Folge geworden mit richtig guten Tipps und Tricks. Und heute haben wir überlegt, mal über unsere Anfänge als, ich mag das Wort zwar nicht, aber Influencer zu sprechen. Sag doch einfach Content Creator. Ja, aber die meisten sind immer noch so nicht so geläufig mit dem Begriff Content Creator. Und das Krasse ist ja, Blogger, ich bin da voll dagegen, weil ich habe ja wirklich einen Blog. Ich bin ein Blogger, aber ein Blog ist ja eine eigene Website so und das haben die meisten ja gar nicht. Deswegen, ja, aber der Influencer. Der Beruf quasi in Anführungsstrichen streichen. der Beruf eines Influencers, den könnte man halt auch Content Creator nennen. Genau. Oder YouTuber sind ja auch Vlogger oder manche sagen ja auch Blogger, obwohl ja die meisten gar keinen richtigen Blog haben, so genau. Wie Luise, sie hat ja wirklich einen. Aber dass ihr schon mal Bescheid wisst, wenn man von Content Creator spricht. Ich nenne mich ja am liebsten Content Creator, weil ich Content kreiere. Genau. Und dieses Influencer, dieser Begriff. Ach, das ist so richtig eklig geworden, ja, dieses Wort. Ich mag den, keiner das, mag ich traue mich auch immer nicht, das zu sagen. Wenn mich einer fragt, was machst du denn beruflich? Sage ich immer, ja, ich bin Content Creator und Curvy Model und mach Mode so, ne? Also, hä? Ja, so was redest du da? Ja. Nee, aber stimmt schon. Wir haben nämlich gerade schon so ein bisschen darüber geschnackt, das habe ich auch ewig nicht gesagt, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, mit Instagram anzufangen. Und es ist bei uns beiden schon ein ganzes Weilchen her, würde ich sagen. Fall. Also bei mir sind es jetzt fast 5 Jahre. Bei mir sind es auch. Also ich glaube, ich habe so richtig 2017 angefangen, also vor 3 Jahren. Aber 2016 hatte ich es halt schon, ne? Aber da habe ich auch schon, obwohl ich hatte, glaube ich, 2015 auch schon Instagram. Hab das aber damals Instagram nicht so. Ja. Habe ich seit 2013. Wirklich? Nee, ich nicht. Seit dem 13. November 2013. Wow, nee, ich habe 2015 Instagram installiert. Aber so ich habe die Bilder danach alle gelöscht. Und mein erstes Bild, glaube ich, was jetzt noch auf meinem Kanal aktiv ist, ist, glaube ich, das erste mit meinem Papa zusammen in der Schweiz 2017. Das ist voll schön. Ja. Voll schöne Erinnerung eigentlich. Ich habe so viel gelöscht, weil damals war es innen, wenig Fotos zu haben. Das stimmt. Und dann habe ich halt so, ich weiß noch, ich war einmal in Dresden bei Freunden zu Besuch und ich habe abends, keine Ahnung, 300 Bilder oder so gelöscht. Und jetzt denke ich mir so, oh, mein Herz. Ja, ist eigentlich voll schade. Richtig, ne? Schade. Deswegen archiviere ich immer nur noch einen Tipp. Ja. Löscht eure Bilder nicht, archiviert sie. Dann könnt ihr die auch immer wieder hervorholen. Genau, ganz genau so mache ich es auch. Mach ich auch, wenn mir was nicht gefällt oder so. Ja, aber bei mir ist halt auch so, im November 2013 habe ich Instagram erstellt. Aber so richtig angefangen mit dem Blog habe ich im Februar 2016. Krass, dass du die Monate sogar noch weißt. Naja, das merkt man sich doch, oder? Echt? Nee, nicht. Und dann habe ich, also ich habe halt mit dem Blog da gestartet. Und dann dachte ich mir so, okay,
ich mache auch mal Instagram nebenbei, weil das war damals so voll in. Auch da waren noch Snapchat-Stories in. Und dann habe ich halt angefangen, auf Instagram zu posten, dass ein neuer Blogpost online ist. Also ich habe Instagram nur als Mittel zum Zweck genutzt. Und dann habe ich damit aber irgendwie nie aufgehört, weil es lässt sich halt so gut und leicht bedienen damals. Das stimmt. Also, obwohl ich sagen muss, als ich das erste Mal Instagram hatte, fand ich das super kompliziert. Echt? Für mich war das so schwierig und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte und so. Das war wirklich, ich musste mich da erstmal reinfuchsen. Das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das kompliziert fand. Ich weiß nur noch, dass ich das bisschen, ich weiß noch. Ich hatte halt damals noch Yappi. Ach, das kenne ich da auch noch. Da gab es Yappi, StudiVZ. Knuddels. Ja. Oh, das waren noch Zeiten. Deswegen. Ich weiß noch, ich war mal Facebook. Mit, also jetzt muss ich mal ich weiß auch noch, wie mich damals mal ein Bekannter auf Facebook gefragt hat, ob ich WhatsApp habe. Und ich so, was habe ich? Snapchat war damals ja auch das sehr war so, angekommen. Also WhatsApp kannte ich da gar nicht. Das war da ganz neu. Hm. Und heutzutage ist es so... Gar nicht mehr wegzudenken. Ja, das ist so normal, als ob es schon vorintegriert wäre. Auf jeden Fall, mal wieder, um zurück zum Thema zu kommen, wir sind ein bisschen abgeschweift. Also wir haben ja gerade so schon ein bisschen über die Anfänge gesprochen und wir wollten jetzt halt mal darüber quatschen, wie wir Content Creator geworden sind, um vielleicht auch einfach euch ein bisschen zu inspirieren. Und zu motivieren, nie genau. aufzugeben, immer und, an sich zu glauben. Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt jeder Influencer werden muss oder so, um Gottes Willen. Ich finde es vor allem wichtig, dass man erkennt, dass diese Plattform dich digital sichtbar macht. Ich sage immer, dein Instagram-Profil ist wie eine digitale Visitenkarte. Das heißt, selbst wenn du kein Content-Creator bist, du kannst da mit auf so viele Arten und Weisen Geld verdienen. Dazu habe ich erst letztens eine Story gemacht, wo ich erkläre, was man zum Beispiel oder was es für Möglichkeiten gibt, um mit Instagram Geld zu verdienen. Und da kannst du zum Beispiel auch einfach deine eigenen Produkte verkaufen und dafür musst du kein Content-Creator sein, sondern einfach nur deine Produkte vermarkten und präsentieren. Auf Social Media. Und da ist es halt trotzdem wichtig, dass man sozusagen sein Instagram-Profil entsprechend betreut und gestaltet. Oh, das hast du schön gesagt. Dankeschön. Ja. Und ja, bei uns war es so, also ich weiß nicht, bei mir war es halt wirklich der Gedanke war nämlich, dass ich ja nach Berlin gezogen bin für mein Studium und dass mich all meine Freunde immer gefragt haben, ey, was machst du eigentlich gerade so, wie läuft's in Berlin? Und ich hatte keine Lust, jedem Einzelnen das immer zu schreiben. Und dann dachte ich mir so, ey, ich fange einen Blog an, da habe ich dann so eine Art Tagebuch, dann kann ich das Ganze dokumentieren, so meine Reise und dann habe ich damit gestartet und das war mein Anfang. Krass, so, ich habe auch mal gebloggt. Bis zur nächsten Podcast-Folge, Spaß. Ich habe auch mal einen Blog geschrieben bei WordPress. Ja. Aber halt mehr so über Liebe und weil zu dem damaligen Zeitpunkt hat mich meine erste große Liebe für meine beste Freundin verlassen damals. Nein! Und ich habe das irgendwie in einem Blog verarbeitet bei WordPress und ich bin unfassbar traurig, weil es haben wirklich sogar viele, viele Leute gelesen, dass ich den dann irgendwann nicht mehr weitergeführt habe aus Faulheit und ich ärgere mich heute so sehr, dass ich den dann auch noch gelöscht habe. Und ich hätte es weiterführen müssen, weil ich glaube... Das wäre krass gewesen. Also ich habe wirklich ein Händchen fürs Schreiben gehabt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile komme ich gar nicht mehr dazu zu schreiben. Mittlerweile habe ich mich wirklich so auf die Fotografie und Videografie konzentriert. Ja. Und finde, das ist so meine Passion. Also du bereust es nicht, dass du jetzt nicht mehr... Doch, ich bereue es schon, aber jetzt denke ich mir so, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr anzufangen. Das würde ich nicht sagen, ne? Also, aber ja, ich weiß, was du meinst. Man muss sich auch auf Plattform konzentrieren. Genau, man muss sich auf einen Stil konzentrieren und für mich sind es einfach Fotos und Videos. Ah, du fühlst dich auch wohl vor der Kamera, weißt du? Ja, voll. Also ich bin ja schon als kleines Kind vor der Kamera gewesen und habe mit 5 Jahren angefangen, vor der Kamera zu stehen. Was viele auch nicht wissen, ist, dass ich mit 5 Jahren das erste Mal bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten vor der Kamera stand. Krass. Und, das wusste ich auch nicht. Ja, da 1995 hat alles angefangen bei mir mit GZSZ und es hat super viel Spaß gemacht, dass ich das machen durfte und das war so der Grund und der Einstieg, glaube ich, in meine komplette Zukunft, den haben meine Eltern damals schon gelegt, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal vor der Kamera stand, wollte ich immer Schauspielern. Ich habe immer Theater gespielt, Schauspielunterricht gehabt, immer nur kleine Rollen bekommen, leider hat es halt nie für die große Rolle gereicht. Aber dafür jetzt für Social Media. Jetzt bist du deine eigene große Rolle. Ey, aber weißt du, was ich krass finde? Das war bei mir genauso. Ich wollte immer Moderatorin werden. Immer. Und mir wurde immer gesagt, oh, du passt perfekt zu Viva. Das hat jeder gesagt, unabhängig voneinander. Und ich dachte immer so, hey, warum sagt eigentlich jeder Viva? Aber das war wahrscheinlich so, weil Viva, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, das war ja wie MTV so. Viva war so geil, sehr geliebt. Ja, es war so Musik und extrovertiert und bunt und mit Gülcan. Alles, ja, genau, und alles eine tolle Welt. Und ich glaube, weil ich halt schon immer so ein kleiner Wasserfall war, was das Reden anbelangt,
wurde das vielleicht zu mir gesagt, dass das zu mir passt. Und das Ding ist, dass ich dann angefangen mit dem Studium mir dachte, ey, eigentlich cool, aber andererseits ist Fernsehen nicht mehr das, was es mal war. Das stimmt. Also ich habe nicht mal mehr einen Fernseher. Und ich weiß, dass meine Kommilitonen, obwohl wir Medien studieren, auch die meisten, oder studiert haben, die meisten hatten alles, keinen Fernseher mehr. Man kann ja auch alles auf dem Laptop gucken, eben. Netflix oder so. Und dann dachte ich mir so, okay, dann wollte ich damals unbedingt immer zu TAF, ne? Und zu YouTube. Ich wollte auch zu immer mit TAF moderieren. Ich dachte mir, ja, was, die können, kann ich auch. Ja, ich wollte da auch immer unbedingt hin. Und das Ding ist, dass ich mir dann aber, ich dachte mir dann so, ey, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ich glaube, ich will das gar nicht mehr so sehr. Und um das Ganze abzukürzen, ich habe dann halt einfach gemerkt irgendwann, der Grund, weshalb mir Social Media so Spaß macht, ist, dass wenn ich zum Beispiel vor der Kamera stehe oder Instagram-Stories mache, dann ist das ja wie moderieren. Das heißt, ich stehe vor der Kamera und spreche zu anderen, die mich auch teilweise gar nicht sehen können, ne? So wie im Fernsehen. Aber das ist halt einfach meine eigene TV-Show. Ja, stimmt. So habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich weiß. Es hat, irgendwann hatte ich die Erleuchtung und dachte mir so. Und dann dachte ich mir so, das ist der Grund, weshalb mir das so Spaß macht und weshalb ich da so Gefallen dran gefunden habe, weil das meine Passion, ich habe ja angefangen mit 14 zu moderieren. Krass. Das heißt, ich wusste schon sehr früh, was ich machen möchte und was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist. Und dadurch habe ich dann einfach gemerkt, okay, krass, in Social Media habe ich das gefunden, nur auf halt die aktuelle Art und Weise, die neueste Art und Weise. Und das finde ich richtig krass. So bin ich ein bisschen dazu gekommen. Wow, das ist echt mega. Ja, bei mir war das dann echt wirklich so, zu Instagram bin ich halt gekommen. Ich habe halt, wie gesagt, glaube ich, die ersten 2 Jahre Instagram gar nicht so ernst genommen und habe dann immer nur Facebook genutzt und gemerkt, krass, ich weiß gar nicht warum, ich hatte halt schon immer viele Facebook-Freunde, viele Leute, die anscheinend Interesse an meiner Person hatten, weil ich auch immer viel gereist bin damals, weil ich halt schon den einen oder anderen TV-Job hatte und viele Abonnenten, das gab es ja sogar schon auf Facebook und dann kam Instagram. Und ich habe das immer nur so privat genutzt mit ein paar Fotos, habe so ein bisschen meine Reisen halt abfotografiert. Damals war Story eigentlich noch gar nicht so Thema. Ich glaube, es gab damals noch gar keine Stories, ja, ganz am Anfang. Ja, das ist noch gar nicht so alt. Nee, und dann habe ich nur Fotos gemacht. Und dann 2011 war ich für 3 Monate in einer Reality-Soap. Und habe meine damalige, also eine Freundin von mir damals kennengelernt, die das dann auch gemacht hat und auch schon ein bisschen länger gemacht hat. Die hat aber auch YouTube gemacht und hat dann auch so gesagt, ja, Malisa, probier das doch mal. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich könnte ich mir mal ein bisschen mehr mich ins Zeug legen und regelmäßiger irgendwie Fotos machen oder so. Und dann habe ich eine andere Influencerin kennengelernt damals. Mich, Spaß. Nee, dich ein bisschen später, aber noch jemand anderes. Ich möchte den Namen aber nicht nennen. Und sie hat sich so auf, die hatte auch einen Blog und hat sich extrem viel auf Reisen und auf Mode konzentriert. Und dann hat sie mir damals gezeigt, so was Fashion Week ist und wie man darauf kommt. Da gibt es dann so Blogger-Veranstaltungen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich so ungefähr 10.000 Follower. Und dann hat sie mich mitgenommen auf so ein paar Events. Und da habe ich halt ultra viele Leute kennengelernt. Und bei der 2. oder 3. Fashion Week habe ich, glaube ich, dann auch Luise kennengelernt. Ich habe dich, glaube ich, von der 2. Und durch die Fashion Week kam das dann halt so, dass ich wirklich viele Leute kennengelernt habe. Mega viele interessante Menschen, weil das wirklich coole Veranstaltungen waren, coole Firmen und auch die Persönlichkeiten hinter den Firmen, die für die Firmen arbeiten. Da dachte ich mir so, wow, ist ja richtig cool. Und dann kam so eins zum nächsten, bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, dass man das wirklich auch nutzen kann, um Content Creator zu werden. Ja. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir Tutorials auf YouTube anzugucken, mir andere Leute anzugucken, was sie für Content liefern. Ich werde niemals vergessen, wie ich mit meiner besten Freundin Mia, damals habe ich noch in einem Schuhladen gearbeitet, abends um 20.30 Uhr an der Kasse stand, wo kein Kunde da war. Und wir uns überlegt haben, wie ich mich auf Instagram umbenenne, dass es ein cooler Name wird. Und da haben wir echt überlegt, was könnte man nehmen. Und dann bin ich halt auf meinen Namen Mrs. Malisa gekommen und fand den halt so cool. Und das werde ich nie vergessen, dass ich das mit Mia zusammen gemacht habe. Nochmal danke, Mia, für deine Inspo, falls du das hier hörst. Und dann hat erst alles so richtig angefangen, so mit Fotos, hab mir überlegt, okay, ich möchte viel mit Fashion und Mode machen, weil ich halt auch im Modebereich gearbeitet habe, weil ich Handelsfachwirt studiert habe und stellvertretender Abteilungsleiter war in einem riesengroßen Kaufhaus und so. Und dann kam halt so eins zum nächsten
Und ich dachte mir so, Mode ist cool, Schauspieler und Medien fand ich cool, Beauty-Produkte fand ich jetzt auch cool. Ich habe mich damals aber nicht so viel mit Beauty beschäftigt, muss ich sagen. Da bin ich jetzt so reingerutscht, weil viele sich dafür interessiert haben. Und ich bin immer viel gereist. Und das kam dann so immer mehr. Und durch die Leute kam es dann halt so, dass man sich gegenseitig verlinkt hat. Dann gibt es ja dieses Shoutouten, wo man sich gegenseitig Profile vorstellt, was ich mega cool finde. Und ich kann euch nur den Tipp geben, es gab viele, viele Menschen, die damals zu mir gesagt haben, wie dumm ich bin, dass ich sowas machen möchte, die nicht an mich geglaubt haben. Und genau den Menschen wollte ich noch mehr zeigen, dass ich alleine an mich glaube, auch wenn alle anderen da schlecht reden. Ich habe nie die eigene Hoffnung an mir selber aufgegeben und habe immer, immer, immer weitergemacht. Und das ist ein Tipp, den ich euch geben will. Gebt niemals auf, glaube an dich selbst. Und wenn du Bock hast, Social Media zu machen, zum Beispiel habe ich jetzt ganz frisch, ich mache das jetzt seit einem Jahr und jetzt wirklich so seit 2 Monaten kontinuierlich wieder YouTube. Und auch wenn es nur 100 oder 200 Leute sehen, irgendwann sehen es vielleicht 1000, 15.000, 20.000, 100.000. Und überleg dir mal, 100 Leute sind 100 Leute, das sind 3 Klassenräume. Ja, das sind schon viele Menschen. Musst du dir mal überlegen, die Leute denken mal, oh, wir haben nur 50 Leute an meiner Story gesehen. 50 Leute? Überleg dir mal, wie viele Leute das sind. Ja. Das können ja nicht alles deine Freunde sein. Du hast ja wahrscheinlich keine 50 Freunde. Also ist schon krass. Ich finde, man sollte sowas nicht unterschätzen. Ja, das stimmt. Das ist richtig krass. Das stimmt. Ich finde es auch generell ganz heftig. Weißt du, was ich krass finde? Ich habe mich gerade daran erinnert, wie ich auf meine erste Fashion Week gekommen bin und wie das alles abgelaufen ist. Echt? Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Oh, das ist... Oh, ich habe da damals einen Blogbeitrag drüber geschrieben, weil das war eine ganz... verrückte Story. Ich glaube, da brauchst du einen ganzen Podcast für. Ich glaube, da muss ich eine einzelne Podcast-Folge für machen. Alter Schwede. Mach mal eine einzelne Podcast-Folge darüber, wie du auf die Fashion Week gekommen bist. Kann ich wirklich mal machen. Weil das ist wirklich, das ist nicht so lame, das ist so eine Story so, oh mein Gott, wie hat sie das geschafft? Wo ich mich bis heute frage, hä? Wie habe ich das geschafft? Richtig krass. Aber das war so, also ich glaube auch, wir sind, glaube ich, 2 Menschen, die nicht, das klingt jetzt doof, aber wir denken nicht viel drüber nach, was wir machen. Ja, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Ihr dürft nicht so viel darüber nachdenken. Das ist genau wie bei den Stories, einfach machen. Ja. Und ich glaube, genau das ist nämlich das Ding, was viele davon abhält, mit Instagram anzufangen. Die wollen immer alles perfekt starten und ich kann das voll verstehen, weil so bin ich auch. Es gibt aber nicht das Perfekte. Ja, ist genau so. Guck mal, das ist genau wie mit Babys, weil ich denke mir immer, boah, ich wäre jetzt nicht bereit für ein Baby, in 10 Jahren nicht bereit für ein Baby und so weiter und so fort. Wenn du aber die Leute mal fragst, sagt eigentlich quasi jede Frau. Sie war nicht bereit dafür. Genau. Das Ding ist aber, du wirst nie dafür bereit sein. Es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben, nie. Das ist, und als ich das wirklich verstanden habe, dass es diesen Zeitpunkt nicht gibt, habe ich auch verstanden, okay, das geht für alles. Trotzdem habe ich Angst davor. Ich will irgendwie keine Kinder kriegen, aber das schweife ich mir auch vom Thema ab, weil ich denke mir so, ich habe schon einen Kater, das ist mein kleines Baby. Es muss reichen. Ja, was ich sagen wollte, wenn ihr wirklich Instagram zum Beispiel machen möchtet, und ihr vorankommen wollt, dann versucht wirklich, was wir euch schon im letzten Video gesagt haben, denkt an euch, macht coole Stories, macht coole Bilder, achtet auf unsere Tipps, die wir euch gegeben haben von den Fotos und liked andere Bilder, versucht euch mit anderen Content-Creatern zu vernetzen, andere Leute kennenzulernen, kommentiert andere Bilder, versucht andere Leute zu fragen, ob die vielleicht mal Bock haben, vielleicht ein Gewinnspiel zu machen. Oder euch zu shoutouten, dass man sagt so, hey, komm, stellt mal mein Profil vor, ich stelle euer Profil vor. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ich finde immer Qualität vor Quantität. Und dass man halt qualitativ hochwertige Bilder macht. Ja. Es kommt halt darauf an, es gibt richtig krasse Foodblogger, die wirklich geiles Essen fotografieren und richtig ansprechend zeigen. Oder Tiere, oder Mode, Beauty, Travel, Couples, es gibt so viele coole Sachen. Ja. Finde einfach das, was dir am meisten Spaß macht. Ja, und dann wirst du auch Spaß daran haben, auf Instagram zu posten. Dann wirst du nicht das Gefühl haben, dazu gezwungen zu sein. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb viele dann an Instagram scheitern. Denn so, und jetzt kommt mein Geheimnis für Instagram-Erfolg. Das Geheimnis zum Erfolg ist wirklich Kontinuität. Dranbleiben. Ja. Machen, machen, machen. Ja, und niemals aufgeben. Guck mal, ich mache das seit 5 Jahren. Sorry, so seit 5 Jahren. Und dann, wenn ich mir so überlege, oh, wenn ich jetzt den Gedanken hätte, oh, in 5 Jahren habe ich nur so und so viel Follower aufgebaut und lalalala. Mein Gott, dann hätte ich ja gar nicht erst anfangen müssen. So. Ja. Ist einfach so. Also wirklich einfach mal anfangen, dranbleiben und
Nicht zweifeln. Und vor allem auch darüber nachdenken, was möchte ich vermitteln, was möchte ich mitteilen, möchte ich so, was bin ich lustig, will ich Comedy machen? Ja. Oder möchte ich jemandem etwas beibringen? Bin ich zum Beispiel, es gibt ja auch Ärzte, die Social Media nutzen, die vermitteln für Studenten medizinische Dinge, Lehrer oder Nachhilfslehrer oder Modedesigner. Es gibt Banker, Versicherungsleute, also alles. Was kannst du gut, was hast du vielleicht gelernt, womit beschäftigst du dich, was machst du gerne und was ist so dein, wofür hast du ein Fingerspitzengefühl und was möchtest du gerne den Menschen mittragen oder mitgeben, dass etwas von dir bleibt? Und ich finde es immer cool, wenn man irgendwie was vermittelt, was anderen Menschen eine Freude macht oder Mehrwert bietet, ja. Genau. Und ich sage auch mal, Mehrwert kann ja auch zum Beispiel sein, dass man jemanden zum Lachen bringt. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Einen guten Tag macht. Ja, genau. Man muss halt gucken, okay, was macht mir Spaß, was kann ich gut. Ich glaube, ich habe sogar mal einen Instagram-Post dazu gemacht, wie finde ich meine Nische. Ich glaube, dazu mache ich ja mal eine eigene Podcast-Folge für How to G. Das ist richtig cool, weil es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber da scheitern schon die Ersten. Und das ist wirklich Punkt 1, um einen erfolgreichen Instagram-Kanal aufzubauen. Du brauchst eine Positionierung und das fehlt den meisten. Mich freut es sogar schon, wenn ich morgens meine, also jeden Tag lese ich morgens so eine Stunde alle Nachrichten und also die so neu reingekommen sind, also auch alle anderen, die es jetzt hier vielleicht hören, es tut mir leid, wenn ich nicht immer alles beantworte, aber morgens lese ich so meine Nachrichten, wenn ich dann gleich höre, dass ich den Leuten einen guten Start in den Tag vermittle und denen gute Laune bereite, obwohl die schlechte Laune hatten, das macht mich schon glücklich einfach so. Da denke ich mir so, es hat sich schon alles gelohnt. Ja. Das finde ich so krass, was das für einen Impact hat. Diese Dankbarkeit auch einfach zu haben, was man alles erreichen kann. Und erreichen heißt ja nicht gleich, dass man, also Erfolg misst sich ja nicht nur an Geld. Nee. Sondern einfach, Gottes wenn du Menschen glücklich machst und du sie zum Lachen bringst oder wenn Fabi und ich irgendwelche, also Fabi ist mein Freund, irgendwelche lustigen Storys machen oder so und ihr Spaß dabei habt, das macht mich so glücklich. Ja. Und denk mir so, das ist wieder cool so, ne? Ja, überleg dir mal. Ich habe mit dem Mindset Monday oder dem Motivation Monday, habe ich ja wirklich eingeführt, dass ich montags immer ein festes Format habe, um Leute zu motivieren oder zu sagen, wie man sich in bestimmten Dingen auch einfach produktiver verhalten kann. Und für mich ist das Sinn, dass so Sachen, ja, okay, ich bin von Natur aus motiviert, aber was andere motiviert, aber was andere da raus mitnehmen können, weil das denen gar nicht bewusst war, weil die halt nicht so extrovertiert sind oder nicht so ein, sich noch nicht so weitergebildet haben, weil sie auch natürlich einfach jünger sind, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ich finde es so krass, was man einem jungen Menschen da oder auch älteren Menschen mitgeben kann an Lebensfreude und an Weiterentwicklung, was einige dieser Podcast-Folgen hier innerhalb von 5 Minuten für einen Mehrwert vermitteln, ist so immens. Ich finde es so krass. Ja, das stimmt. Das ist so krass. Auch die Podcast-Folge wieder. Wenn man sich wirklich, mal nicht nur das anhört nebenbei, sondern sich wirklich mal darüber Gedanken gemacht hat. Vielleicht auch mitschreibt und aufschreibt. Was wir gerade gesagt haben. Es waren wieder so Sachen, auch wie das mit der Nische und so. Die meisten wundern sich, warum sind sie nicht erfolgreich mit Instagram. Aber wir haben in dieser Folge allein schon, mir fallen jetzt direkt schon 3 Dinge ein, die man hätte mitschreiben können, um seinen Instagram-Erfolg nochmal zu steigern. Maximieren. Ja, oder erstmal so ein Fundament dafür zu bauen. Ja. Also wenn ihr die nicht mitgekriegt habt, dann solltet ihr die Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal von vorne hören. Mir fallen gerade sogar noch mehr ein als nur 3 Dinge. Aber ich würde sagen, wir haben gar nicht so viel zu sagen. Ja, wir wollten halt eine kurze und knackige Folge euch mitgeben, ein bisschen über unsere Anfänge erzählen, dass wir auch einfach gestartet haben und dass wir ihr immer auch einfach selber geglaubt haben. Wir haben nie aufgegeben. 100%. Und ich gebe auch nie auf, also immer weitermachen. Guck mal, sie macht seit sie 5 ist und ich seit ich 14 bin. Wir haben nie aufgegeben. Wir sitzen immer noch hier in Berlin. Das stimmt. In unserem kleinen Studio und nehmen die Podcast-Folge für euch auf. Und in 10 Jahren hören wir uns das an und sagen dann so, oh, weißt du noch damals, wir haben nie aufgegeben. Niemals. Weißt du noch damals, wo wir uns kennengelernt haben? Das ist eine andere Story. Vielleicht machen wir dazu mal auch eine eigene Podcast-Folge. Das wäre so cool, aber da muss die Person auch mit hier sitzen. Das wäre der Knaller. Ja, das würdigen wir es mal noch. Ja. Okay, dann dürft ihr natürlich sehr gerne auch bei Malisa auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Sie heißt einfach nur miss.malisa. Ich verlinke ihren Link aber auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten dürft ihr auch sehr gerne auf meinem Account vorbeischauen, einfach unter Social Success. Da teile ich auch super viele Instagram-Tipps und Tricks und Social-Media-Insights mit euch und natürlich auch alles zum Thema Motivation und Mindset. Also wenn das eure Interessengebiete sind, schaut da sehr gerne vorbei. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Freut uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen dran geblieben seid. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss. Bis dann. Bye, bye.